Anfang 2020. Seit Beginn des Jahres hat die Corona-Krise die Welt fest im Griff. 2014. In Westafrika bricht die Ebola-Fieber-Epidemie aus. Beides gesundheitspolitische Krisen. Doch es gibt eine Stelle, die seit Jahrzehnten das Ziel hat, die Gesundheit ihrer 194 Mitgliedstaaten zu sichern. Und gerade jetzt wichtiger ist denn je. Die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO. Wir waren in Genf und haben geklärt, was die dort genau machen. Das ist Christian Lindmeier, Pressesprecher der WHO. Doch bevor wir reinkommen, müssen wir durch diesen Scanner. Muss da jeder durch? Wenn Staatsgäste hier sind oder Konferenzen mit Außenministern, mit Gesundheitsministern, mit eben Staatsgästen aus sicherheitsgefährdeten Ländern, dann muss teilweise jeder Gast, der sonst hier kommt, jeder Besucher, durch den Scanner durch. Okay. Ja. Aber wir müssen es heute nicht machen. Weil keine Staatsgäste im Haus sind, dürfen wir ausnahmsweise ungescannt rein. Momentan geht es auch bei der WHO vor allem um ein Thema, Corona. Dreh- und Angelpunkt ist dieser Raum. Täglich tagen die Chefs mehrere Stunden im sogenannten Shock Room und entwickeln Strategien gegen die rasante Ausbreitung des Virus. Als erstes Kamerateam überhaupt haben wir die Möglichkeit, hier zu drehen. Was genau die Chefs da unten besprechen, ist noch streng geheim. Zuhören dürfen wir nicht. Also das ist natürlich jetzt richtig, richtig krass. Da unten wird jetzt gerade im Moment darüber bestimmt bzw. geplant, wie es weitergeht, was die nächsten Schritte sind bezüglich des Corona-Reviews. Also das ist der sogenannte Health Security Council, also alle Abteilungsleiter und andere, die mit dem Coronavirus zurzeit zu tun haben. Die Leitung selber, ob der Generaldirektor jetzt da ist, weiß ich gar nicht, wäre direkt unter uns. Die könnten wir also gar nicht sehen, weil das Podium hier vorne ist. Aber es sind alle, die irgendwie mit dem Coronavirus zu tun haben, auf der Leitungsebene. Die gesamte Führungsriege der WHO tagt also gerade zum Thema Corona und wie die Organisation damit weiter umgeht. Und das direkt unter uns. Aber sind denn das alles Mediziner, die hier die Entscheidungen treffen? Das ist also nicht nur die Virologen und Epidemiologen, aber auch Leute, die mit Logistik zu tun haben. Leute, die mit auf der politischen Ebene Verhandlungen leiten. Die mit unseren ganzen Länderbüros zu tun haben. Wir haben über 150 Länderbüros, also Vertretung der WHO in Ländern. Und vor allem natürlich in den Ländern, die Hilfe direkt benötigen. Die WHO wurde 1948 gegründet, um für alle Völker das höchstmögliche Gesundheitsniveau zu erreichen. Sie hat 194 Mitgliedstaaten. Bei globalen Gesundheitsfragen spricht die WHO den Regierungen der Mitgliedstaaten Handlungsempfehlungen aus. Außerdem gehört die Forschung sowie das Aufstellen von Normen und Standards zu ihren Aufgaben. Die Weltgesundheitsorganisation untersteht der UN, also den Vereinten Nationen. Sie ist für das internationale öffentliche Gesundheitswesen zuständig. Doch wie finanziert sich die Organisation? Für das Jahr 2016 lagen die Einnahmen bei 2,4 Milliarden US-Dollar und die Ausgaben bei 2,5 Milliarden. Von allen Sonderorganisationen der UN hatte die WHO damit das größte Budget. Die Beiträge der WHO-Mitgliedstaaten beliefen sich aber nur auf 940 Millionen US-Dollar. Sie werden nach einem Schlüssel bemessen, wobei sich die Höhe des Beitrags nach der Zahlungsfähigkeit des jeweiligen Landes richtet. 80% des Gesamtetats der WHO stammen mittlerweile von privaten Spenden und Stiftungen. Doch wie ist das in Krisensituationen? Gibt es da mehr Geld? Andere Art des Geldgebens ist projektbezogen, also zum Beispiel Coronavirus. Wir wissen jetzt, wir haben einen großen Ausbruch, es gab einen großen Plan, der aufgestellt wurde, der Response Plan. Mit 675 Millionen Dollar als gesuchtes Geld, nicht für die WHO alleine, sondern das überwiegend meiste davon, mehr als 90% sogar, für Länder, um denen eben Mittel zur Verfügung zu stellen, um denen Equipment zu liefern, um medizinische Ausrüstung darzustellen, um Training für das medizinische Personal zu ermöglichen und. Gerade in Krisenzeiten unterstützt die WHO Länder also nicht nur durch Know-how, sondern auch finanziell. Während unserer Dreharbeiten wird hier etwas gegen die Grippe, also Influenza, entwickelt.
21. Es geht um Grippe, Es oder? Geht um die Grippe. Und zwar, hier wird heute gerade festgelegt, wie der Impfstoff nächsten Winter in Nordeuropa, auf der nördlichen Hemisphäre auszusehen hat. Also hier sind heute die Experten da und vor allem Industrievertreter, die heute mitschreiben, welche Komposition dieser Impfstoff für die nächste Grippesaison haben soll in der Nordhälfte. Und die werden ab morgen anfangen, diesen Impfstoff zu produzieren. Der Zweck der WHO liegt neben der Entwicklung von Impfstoffen darin, allen Völkern zum bestmöglichen Gesundheitszustand zu verhelfen. Deshalb enthält die Agenda der WHO folgende Punkte: die Förderung der Gesundheitssicherheit aller Mitgliedstaaten, die Nutzbarmachung von Forschungsergebnissen sowie die Ausweitung der Partnerschaften und Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten. In einem Krisenfall wie der Corona-Krise greift die sogenannte Emergency-Reaktionskette. Dann ist es Aufgabe der WHO, schnell und sicher zu informieren sowie die aktuelle Lage zu beurteilen. Außerdem wird die Entwicklung eines Impfstoffes vorangetrieben. Alle neuen Erkenntnisse bündelt die WHO und vermittelt sie weiter. Ab wann die WHO eine Situation als Krise einstuft, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Bei der aktuellen Corona-Krise waren die stark ansteigenden Infektionszahlen und die teils nicht nachvollziehbaren Übertragungsketten ausschlaggebend. Wichtig, immer und vor allem zeitnah zu informieren. Dazu nutzt die WHO auch soziale Medien wie Facebook Live. Hier werden gerade die neuesten Corona-News und die aktuellsten Entwicklungen geteilt. User können der WHO Fragen stellen. Bei unserem Rundgang entdecken wir etwas, das wir nicht erwartet hätten: eine Bibliothek. Bis in die 80er Jahre war das eine der umfangreichsten Medizinsammlungen weltweit. Medizinstudenten aus allen Ländern kamen hierher, um für ihr Studium zu lernen. Im Zuge der Digitalisierung hat sich das allerdings geändert. Ist auch einfacher, etwas zu googeln, als in diesem Wälzer nachzuschlagen. Doch in Zeiten von Corona kann sich auch bei der WHO im Minutentakt das Geschehen ändern. Christian Lindmeier muss zu einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Auch der Chef der WHO ist da, um den versammelten Medien die zuvor im Shockroom festgelegten Maßnahmen zu liefern, wie man sich wegen der Corona-Krise verhalten soll. Nach 2 Stunden ist die Pressekonferenz vorbei. Wir verabschieden uns. Es war auf jeden Fall ein richtig spannender Einblick. Danke, dass wir da sein durften. Kurz und knapp, aber dennoch. Dankeschön. Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lassen Sie mich raus? Mach ich. Christian Lindmeier und die gesamte WHO müssen jetzt vor allem eines: arbeiten. Um genau das zu gewährleisten, wofür sie steht: die Gesundheit aller Menschen.